2015 besuchten Schülerinnen der Realschule Plus aus Rennerod mit Kamera und Mikrofon im Rahmen des Projektes Berufsbilder mittelständische Unternehmen im Westerwald und stellten filmisch Ausbildungsberufe wie auch ausbildende Betriebe vor. Dabei ging es um Informationen aus erster Hand, gesehen durch die Brille der Jugendlichen. Das Endergebnis dieser Dreharbeiten nach Studiogesprächen und eigenständigem Schnitt wurde nun als fertiger Berufsinformationsfilm an der Schule vorgestellt. Eltern, Lehrer und natürlich die Schüler selbst, aber auch Vertreter der Wirtschaft und der beteiligten Partner waren gekommen, um zu sehen, wie die Schülerinnen die Wirtschaftsmacht von nebenan sehen und darstellen. Unser nächster Film zeigt das interessante Berufsbild eines Zerspanungsmechanikers. Dazu besuchten wir die Firma Munsch. Bei der Firma Munsch in Ransbach-Baumbach werden Chemiepumpen hergestellt. Hier lernt Jonas Emre Kotsch den Beruf des Zerspanungsmechanikers. Jonas, was macht man da? Ein Zerspanungsmechaniker stellt durch die verschiedensten Bearbeitungsverfahren wie Drehen, Fräsen, Bohren oder Schleifen Werkstücke her, die in dem Betrieb gebraucht werden. Ich bin dazu gekommen, indem ich schon immer wusste, dass ich einen technischen Beruf erlernen möchte. Und so habe ich mir im Internet verschiedene technische Berufe angeguckt, durchgelesen. Und so habe ich mich für den Beruf entschieden, weil es für mich das Interessanteste war. In meiner Ausbildung liegt der Schwerpunkt auf der Dreh- und Fräsbearbeitung. Und sehr wichtig natürlich nicht nur das konventionelle Drehen, sondern auch das CNC-Drehen und Fräsen, weil das ist einfach die Zukunft. Das geht viel schneller, vor allem in der Serienfertigung dann. Und ja, darauf liegt jetzt mein Schwerpunkt und ich bin jetzt dabei, das Programmieren zu lernen. CNC-Technik heißt computergestützte Fertigung und das heißt, dass die Aufgaben, die früher der Zerspanungsmechaniker selber erledigt hat an der Maschine, zum Beispiel die Verfahrwege mit Hilfe einer Kurbelwelle zu fahren, die macht jetzt die Maschine alleine. Das wird programmgesteuert. Heißt, der Bediener schreibt ein Programm und der Rest wird durch die Motoren der Maschine und durch das Programm selbst halt, werden diese Sachen verfahren. Also das Teil wird dann automatisch hergestellt. Die Ausbildung dauert an und für sich 3,5 Jahre. Mit guten Noten und mit der Einverständnis des Unternehmens kann man die Ausbildung auch auf 3 Jahre verkürzen. Für den Beruf Zerspanungsmechaniker benötigt man eigentlich einen sehr guten Hauptschulabschluss oder einen Realschulabschluss. Ich habe jede Woche Berufsschule und alle 2 Wochen habe ich 2 Tage Berufsschule, das nennen wir dann Zusatztag. Die Umstellung war natürlich am Anfang sehr hart, weil du musst früher aufstehen und bist dafür länger weg und es ist anstrengender wie Schule. Und ja, aber nach einer Zeit gewöhnt man sich dran. Das geht relativ schnell. In der Ausbildung verdient man knapp 600 bis 900 Euro brutto. Das ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Manche bezahlen mehr, manche bezahlen weniger. Man kann sich weiterbilden. Man kann zum Beispiel den Meister machen nach der Ausbildung. Oder man kann ein Fachabi machen, der nur 1 Jahr dauert dank der abgeschlossenen Ausbildung. Und daraufhin ein Studium anfangen in einem technischen Bereich. Als Besonderes möchte ich hier in der Ausbildung hervorheben, dass wir mit den Auszubildenden Projekte ausarbeiten. Die Anzahl der Auszubildenden variiert ca. 2 bis 4 Stück pro Jahr. Bei der Firma Munsch ist es aktuell so, dass wir jeden Auszubildenden, der die Prüfung besteht, übernehmen. Der Beruf ist auch für Frauen geeignet. Sie sollten dann technisches Verständnis haben oder mitbringen. Wir selbst haben auch schon Frauen ausgebildet, die mittlerweile ihre Meisterprüfung abgeschlossen haben. Also meine Berufsausbildung hat 1974 begonnen, das heißt, ich arbeite jetzt 41 Jahre in diesem Beruf. Seit meiner Ausbildung hat sich einiges an dem Berufsbild geändert. Die technischen Voraussetzungen werden immer anspruchsvoller. Aus der Schule hinein ins Handwerk, vom Klassenzimmer an die computergesteuerte Bearbeitungsmaschine. Das Medienprojekt Berufsbilder machte es nicht nur möglich, sondern stellte diesen Wechsel ganz bewusst in den Mittelpunkt des Films. Wichtige Fragen dabei waren, welche Voraussetzungen mitzubringen sind, wie konkrete Berufsinhalte aussehen, was als Auszubildender verdient wird, welche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten es gibt, wie die Arbeitszeiten sind.
Der Film gibt wichtige Antworten, Einblicke und authentische Eindrücke und ist damit auch für andere Schulen und Schüler interessant. Entsprechend beschreibt Anne Riebel als Koordinatorin das Projekt, Inhalte und Zielsetzung. Wir hatten heute Nachmittag die Premierenfeier von unserem Medienprojekt Berufsbilder, das wir im vergangenen Schuljahr oder jetzt im auslaufenden Schuljahr hier an der Realschule Plus Hoher Westerwald in Renneroth durchgeführt haben. Der wird eingesetzt zum Zwecke der Berufsorientierung, insbesondere in den MINT-Berufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, und soll da allen Schülern, die jetzt so auf dem Weg sind in den Beruf, eben das Ganze ein bisschen erleichtern und vielleicht Anregungen geben und nochmal neue Informationen über einen Beruf, von dem sie vielleicht auch schon mal was gehört haben oder wo sie auch noch gar keine Ahnung von haben. Für den Film standen hinter der Kamera Schülerinnen wie Jana, Chiara, Sophia, Annalena oder Stella. Auf das Ergebnis ihrer filmischen Arbeit können sie stolz sein und erhielten viel Lob für die Umsetzung, die insbesondere wegen der hohen Authentizität glänzt. Ohne Umwege und Informationswirrwarr bringen sie Fakten auf den Punkt, sprechen dabei die Sprache der Schüler, die auch andere Gleichaltrige verstehen. Ich bin sehr zufrieden und für mich war eigentlich das ganze Projekt eine positive Überraschung. Ich habe sowas noch nie gemacht und die Schüler auch nicht. Die waren also genauso auf Neuland wie ich. Und was mich immer wieder beeindruckt hat, war, wie schnell die sich in alles eingefunden haben, wie schnell die sich mit der Technik vertraut gemacht haben, in ihre Rollen gefunden haben und einfach auch, ja, was wir für verborgene Talente auch entdeckt haben. Leute, die vorher gesagt haben, ich würde nie vor die Kamera gehen, haben plötzlich moderiert. Wir haben Leute gehabt, die unheimlich gut mit der Kamera umgehen konnten, ein tolles Auge dafür hatten. Andere, die ein sehr feines Gehör haben für den Ton oder auch Schüler, die Studiodekoration gemacht haben oder auch eine Animation für den Beginn und ein Logo entworfen. Also da gab es nur positive Überraschungen. Ich denke mal, wir sind alle sehr zufrieden. Ja, es ist auf jeden Fall schön und informativ geworden, der Film. Und ja, ich denke mal, wir haben gute Arbeit geleistet. Bleibt dem 22-minütigen Film zu wünschen, dass er auch anderen Jugendlichen hilft, bei der Berufswahl wichtige Informationen zu bekommen und richtige Entscheidungen für diesen wichtigen Lebensabschnitt zu treffen. Dass Einblicke in die Praxis wichtige Erkenntnisse vermitteln, bestätigt Moderatorin Jana. Eigentlich finde ich es ein bisschen überraschend, dass halt alle Berufe irgendwie auch so für Frauen geeignet sind und dass halt auch so viele Frauen eigentlich die Berufe ergreifen, was man eigentlich gar nicht gedacht hätte, weil man denkt halt als Mädchen immer, das sind Männerberufe und die sind auch nur für Männer geeignet, aber jetzt ist es alles ganz anders. Und so wundert es nicht, dass die Schülerin selbst über ihre Berufsentscheidung im Handwerk nachdenkt, die nun wohin führt? Ich glaube Zerspannungsmechaniker, weil ich ja auch in diesem Betrieb war und das mir eigentlich schon gut gefallen hat. Mehr Informationen gibt Jobfuchs Anne Riebel von der Realschule Plus Hoher Westerwald in Renneroth. Telefon 02664 99 39339 oder per E-Mail erreichbar unter jobfuchs@realschuleplus-renneroth.com.